Also, jetzt sprechen wir über wichtige Fakten aus der Wirtschaft in Deutschland und der USA. Wir haben es bekommen, diese Woche aktuelle Zahlen. Die ZEW hat geliefert, das BIStatBuch ist rausgekommen. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, Deutschlands Wirtschaft so ein bisschen in Sorge. Die US-Wirtschaft ist noch stabil. Und immer wenn wir sowas lesen, müssen wir uns die Frage stellen, werden es die Zentralbanken richten? Weil den Zentralbanken kommt natürlich gerade in solchen Phasen eine extrem wichtige Bedeutung zu, weil mit den Zinsen und ihren Maßnahmenkatalog können sie natürlich viel, viel bewirken, um die Wirtschaft entsprechend zu stützen. Hier wie immer vorab noch der kleine Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Habe ich jetzt hier nochmal mit reingebracht, weil ich wie immer noch ein zweites Video mache, was ich dann für alle, die sich nur diesen Teil noch einmal anschauen wollen, das Ganze separat zur Verfügung stelle auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Also schauen wir uns mal Deutschland an. Der ZEW-Konjunkturindex, der ist ja diese Woche auch veröffentlicht worden. Und das sehen wir einfach hier. Die Fakten im Oktober. Wir haben es da. Anstieg der Erwartungen um 21,6 Punkte auf minus 22,5. Das war doch recht positiv. Damit verharrt der Markt wieder auf dem Level vom Juli. Also es ist positiv. Aber wir sind immer noch relativ niedrig bei 22,5 Punkten im Minus. Wir sehen hier, das ist deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 21,5 Punkten. Der Ausblick hat sich weiterhin deutlich eingetrübt und der Anstieg der Erwartung, also die Tatsache, dass wir hier, wenn wir uns mal diese Grafik hier drüben anschauen, dass wir hier an dieser Stelle zurückgekommen sind, ja. Das sind die Anst der ein ist ein Anstieg der Erwartung, aber dieser Erwartungsanstieg ist noch lange keine Entwarnung für die deutsche Wirtschaft, sondern das ist wirklich nur, der Markt geht hier in den nächsten 6 Monaten davon aus, dass es zumindest mal nicht schlechter werden könnte. Ja, mehr ist das jetzt noch nicht. Also da darf man noch nicht zu viel reininterpretieren, weil noch deutet sich hier nichts Besseres an. Es gibt natürlich positive Dinge, die man immer mit beachten muss. Das heißt, wenn sich das Thema mit Großbritannien vernünftig regeln lässt und das Thema USA-China eine gute Lösung findet, dann kann sich das Ganze auch weiter aufhellen. Nur noch haben wir hier keine Fakten auf dem Tisch, die wirklich fest sind. Und aus diesem Grund muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Schauen wir uns nochmal die konjunkturelle Lage in Deutschland an. Da sehen wir nämlich hier im Chart, es hat sich wieder weiter verschlechtert. Wir sind hier den dritten Monat in Folge im Minus. Das heißt, wir sind derzeit bei minus 19,9 Punkten und das ist ein Rückgang von 6,4 Punkten gegenüber dem Vormonat. Und damit sehen wir, dass wir aktuell in einer dynamischen, sage ich mal, Verschlechterungsposition sind. Und das muss sich natürlich ändern, damit die deutsche Wirtschaft sich wieder rumdreht. Was man hier an dieser Stelle wirklich beachten muss, ist, dass das alles auch Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt hat. Das heißt, man rechnet jetzt damit, dass im vierten Quartal ein negatives Wachstum wahrscheinlicher wird. Wir sehen es hier, 32,6% der Analysten rechnen damit im vierten Quartal. Das ist eine Zunahme im Vergleich zum letzten Mal. Der Anstieg heißt also, dass sich die Lage, die Sachlage hier wirklich verschärft, sonst würde nicht eine größere Anzahl von Analysten damit rechnen, dass wir im vierten Quartal ein Negativwachstum, lustiges Wort, aber gut, die Presse benutzt es so, dass wir das dann entsprechend haben. Erleichterung allerdings im Hinblick auf folgende Fakten: Der Handelsstreit zwischen China und den USA, da merkt man momentan, dass es wirklich auch den Willen gibt, irgendwo eine Lösung zu finden. Man weiß ja inzwischen, dass es für keinen der beiden beteiligten Parteien gut ist, wenn man da keine Lösung findet. Es ist halt einfach nur eine Frage, wer den längeren Atem hat oder wer irgendwann sagt, okay, nun ist mal gut, jetzt einigen wir uns auf irgendwas. Das schwelt halt immer. Das merken wir auch in den Besprechungen hier. Und Erleichterung auch im Thema No Deal Brexit. Gerade jetzt sehen wir es ja auch wieder. Es gibt wirklich die Chance, dass der Brexit mit einem Deal vollzogen wird. Und das Ganze wäre dann natürlich auch positiv zu sehen. Und das gibt so ein bisschen das Thema der Erleichterung, was halt den Ausblick auch etwas verbessert hat. Und
Was auch genannt wird, ist, was Erleichterungen gibt, sind hilfreiche Unterstützung durch EZB-Maßnahmen. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel machen an der Zinsschraube, an Anleihekaufprogrammen. Also Maßnahmen gibt es da ja einiges. Was aber zu sehen ist, ist die Tatsache, dass das produzierende Gewerbe weiter unter Druck ist. Und das ist mittlerweile ein Bild, das sehen wir in Deutschland bzw. Europa genauso auch wie in den USA, dass das produzierende Gewerbe unter Druck geraten ist oder unter Druck ist, aber die Konsumenten noch relativ gut gelaunt sind. Ja? Hier muss man dann natürlich schauen, Nummer eins, das hat so ein bisschen Auswirkungen darauf, auf das Thema Export, ja, exportorientierte Wirtschaften. Da ist natürlich, wenn exportiert wird, dann werden ja oft produzierte Produkte exportiert. Und wenn es hier Schwäche gibt in der ausländischen Nachfrage, dann wirkt sich das natürlich negativ auf das produzierende Gewerbe aus. Und wir sehen das ja hier bei uns in Deutschland auch. Wir haben sozusagen die Kurzarbeit auf einem Niveau von 2008. Das ist sehr, sehr hoch. Noch merken, wie schon gesagt, die Konsumenten nichts davon. Aber es kann natürlich sein, dass wir irgendwann auch auf der Konsumentenseite sehen, dass die Bürger in Deutschland anfangen zu sparen. Dann wird weniger ausgegeben und dann hat man halt auch dieses Rad. Ne? Das sind so die Zahnräder, die so Stück für Stück ineinander greifen, wenn dann das Bruttoinlandsprodukt schwächer wird. Wir sehen es ja auch, das BIP wird mit einem negativen Wachstum erwartet. Wenn die Konsumenten anfangen zu sparen, ja, dann zahnt sich das halt. Es wird halt weniger Geld ausgegeben, es wird weniger verkauft, die Unternehmen verdienen weniger Geld, die Unternehmen produzieren weniger. Irgendwann fangen die Unternehmen an, vielleicht auch mal nicht nur Kurzarbeit einzuführen, sondern auch Entlassungen zu machen. All diese Sachen, das kann sich dann schon verschärfen. Nur das baut so Stück für Stück aufeinander aus oder auf. Das kommt in aller Regel auch nicht von heute auf morgen. Aus diesem Grund besprechen wir das Ganze ja immer hier in diesen Sachen. Also, das ist ein wichtiger Fakt. Und momentan ist halt Ruhe. Mit Blick auf das produzierende Gewerbe sehen wir es hier. Die Entwicklung im Juli war 4,2% unter dem Wert von Juli 2018. Und da sehen wir mal wirklich einen langfristigen Rückgang. Auch mit Blick auf den Vormonat. Es lag minus 0,6% tiefer als im Monat davor. Das die Fakten für Oktober in Deutschland. Wachstum, hatte ich ja gesagt, gibt es weiter im Konsumgüterbereich und im Bau. Das heißt, an dieser Stelle sind das wichtige Fakten, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Also das hier zu den ganzen Fakten in Deutschland. So, jetzt gehen wir weiter hier auf die Fakten in Europa. Da war gerade noch eine Folie drinnen, die war falsch, fehlerhaft drinnen. Deswegen habe ich die jetzt schnell übersprungen. Fakten im Oktober in Europa. Interessant, Konjunkturerwartungen ziehen an. Wir haben in Deutschland ein etwas anderes Bild gesehen. Das ist positiv zu sehen. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, die Konjunkturerwartungen, das ist ja diese Linie, die wir hier nach unten laufen haben. Der Chart zeigt zwar immer noch nach unten, ja, aber was interessant ist, wir laufen hier, die Chartanalyse kann uns jetzt sagen, wir laufen jetzt hier in den Widerstandsbereich rein. Das heißt, wir sind hier auf einem Niveau, wo wir schon mal in diesem Jahr gewesen sind, hier im Juli in diesem Bereich rein. Das ist doch durchaus als positiv zu sehen. Und wenn der Markt tatsächlich diesen Widerstand hier knackt, dann haben wir aus charttechnischen Gründen auch die Chance, weiter nach oben zu laufen. Möglicherweise ist das also eine Entwicklung, die sich hier bei uns in Europa auch noch ein Stück weit fortsetzen kann. Das heißt, hier mal im Einzelnen, der Erwartungsindikator stieg an um 21,2 Punkte gegenüber dem Vormonat. Das ist schon ein ganz ordentlicher Schub. Das heißt, er steht momentan bei minus 22,4 Punkten und damit knapp unter dem Juli-Niveau. Themen: Brexit und US-China-Konflikt sind weiterhin große Unsicherheitsfaktoren. Das liest man immer wieder raus und wir merken es ja auch. Positive Meldungen sind schön für die Wirtschaft, aber es hat natürlich auch immer den negativen Impact. Das will ich jetzt nicht nochmal ausweiten. Wir haben darüber gesprochen. Das EU-BIP im zweiten Quartal ist auch wirklich angestiegen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir es tatsächlich so, dass das Risiko gesehen wird für das EU-BIP, dass wir hier die Verflechtung der EU mit der Weltwirtschaft haben. Das heißt, an dieser Stelle muss man wirklich sehen, hoppala, hier ist was weg. So, also muss man wirklich sehen, die Weltwirtschaft, wenn sie plötzlich wieder anfängt, sich zu stabilisieren und besser zu wachsen, ist das sehr, sehr positiv zu sehen für die Entwicklung des EU-BIPs. Ja, wir sehen es, das Quartal 2 ist gewachsen.
Wird es aber schlechter, ist das wiederum schlecht für die EU. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr starke Verflechtung und das ist halt das, was ich immer darauf aufmache. Das heißt, die exakten Daten zeigen halt, dass die Verflechtung mit der EU-Wirtschaft die Experten dazu bringt, dass sie weiterhin angespannt sind bei der Beurteilung der aktuellen Lage. Ja. Der Lageindikator ist hier um 1,1 Punkte gegenüber dem Vormonat zurückgegangen und notiert momentan bei 15,6 Zählern. Schauen wir über den großen Teich in die USA. Da kommen wir ja gleich auch noch mit dem Beachbook hin. Wir sehen hier im aktuellen Bereich die Konjunkturerwartungen und die Lageeinschätzung in den USA. Die Konjunkturerwartungen haben sich leicht erholt. Hier, wir sehen es, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vormonat. Der Erwartungsindikator ist angestiegen, wenn wir das mal in harten Zahlen machen sollen, um 4,4 Punkte auf 41,2. Die aktuelle Lage, also dieser obere Graph hier, ist auch leicht angestiegen, sehen wir hier an dieser Stelle, leicht verbessert, um 1,7 Punkte auf 39 Zähler. Ja, traumhaft, wenn wir mal gucken, wo wir in Europa stehen. Das heißt hier, die Erwartung für die USA auf die längerfristige Entwicklung der Zinsen und am Aktienmarkt haben sich verbessert mit Blick auf die nächsten 6 Monate. Ne? Das heißt, das Risiko einer globalen Rezession wird als niedriger eingeschätzt und das wirkt sich dann natürlich positiv aus. Das heißt, das Ganze ist ein positiver Aspekt für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und selbstverständlich auch auf die Welt hinaus. Und wir wissen es ja, wenn es den USA gut geht, dann haben wir als Exportnation Deutschland auch gute Chancen, besser zu exportieren. Mal davon abgesehen zum Thema Handelszölle mit den USA. Schauen wir mal, was da wird. Aber die positive Grundstimmung ist da natürlich da. Und das wäre dann wieder positiv für die deutsche exportorientierte Wirtschaft. Und dann werden wir auch sehen, dass die Zahlen in Deutschland wieder besser werden. Es wird hier natürlich noch auch von heute auf morgen keine Änderung geben. Aber es ist halt ein Prozess, der sich Stück für Stück entwickelt. Japan weiterhin ein verhaltener Konjunkturausblick. Die Erwartungen steigen leicht an. Die Lage geht, ja, sag ich mal, um 0,5 Punkte zurück. Also die aktuelle Lage ist nahezu unverändert. Das sehen wir ja hier auch in diesem Chart. Ja, die Lage, das sind die Balken. Man sieht, das läuft irgendwo um die Nulllinie herum. Da ist nicht wirklich was. Aber hier, es ist halt in der aktuellen Lage doch ein Anstieg zu sehen. Und das ist ja doch positiv. Also das heißt, die Gesamterwartung mit Blick auf Japan unserer Analysten, die wir hier befragt haben oder die hier befragt wurden seitens der ZEW, sind bei der Gesamterwartung für die nächsten 6 Monate verhalten. Das heißt, weiter kaum Inflationswachstum. Man sieht den Anstieg der Verbraucherpreise um 0,6% gegenüber dem Vorjahr. Ähnlich wie wir es in Europa haben, da ist einfach nichts, was die Preise nach oben bringen kann und auch deutlich unter dem Ziel der Notenbank von Japan. Sie hat das Ziel von 2%. Das heißt, hier blicken wir mal in die nächsten 6 Monate und da sehen wir, dass aktuell 81,8% der Experten in diesem Zeitraum keine Änderung dieser Lage hier entsprechend erwarten. Was allerdings erwartet wird, ist die Fortsetzung der expansiven Geldpolitik. Nächste Woche haben wir ja Notenbanksitzung in Japan. Nee, halt, wir haben in China die Notenbanksitzung, in Japan noch nicht. Aber man geht davon aus, dass hier die expansive Geldpolitik auch fortgesetzt wird, um die Wirtschaft zu stützen. Und die Experten sehen halt hier auch keine absehbaren oder in absehbarer Zeit keine Änderungen der Vorgehensweise der Zentralbank. Was wir hier halt sehen, was Japans Wirtschaft auch belastet, sind wirklich die politischen Unsicherheiten. Japan ist auch eine Exportwirtschaft. China ist ein großer Abnehmer japanischer Produkte. Und wenn China halt Probleme bekommt, dann spürt das Japan definitiv auch. Gucken wir abschließend aus dem ZEW-Fakten noch in Großbritannien oder nach Großbritannien. Hier der Ausblick. Rückblickend, ausgesprochen pessimistisch. Die Lageeinschätzung ist weiter rückläufig, aber die Erwartungen hier, wir sehen es auch an diesem Graph, sind wieder leicht erholt. Thema Brexit spielt halt eine große Rolle. Das heißt hier, die Experten erhöhen ihre Erwartungen etwas. Der Indikator, der Erwartungsindikator steigt um 11,8 Punkte auf minus
68,8. Die Einschätzung der aktuellen Lage sinkt aber weiterhin. Das hängt alles mit dem Thema Brexit zusammen. Die Fakten hier, einen Rückgang von 10,6 Punkten auf 53,9. Der Pessimismus, wie schon gesagt, ist definitiv begründet im Brexit-Risiko zum 31.10. Auch wenn wir gestern seitens der EU und Großbritannien positive Meldungen gesehen haben, das Thema muss erst noch in Großbritannien bewilligt werden und dann, sag ich mal, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach auch an dem Pessimismus wegen dem Brexit deutlich was ändern. Das heißt, hier, solange wie das Thema Brexit noch nicht vom Tisch ist, haben wir hohe Unsicherheiten für die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der nächsten 6 Monate. Wenn das Thema aber plötzlich vom Tisch gewischt ist, wird die Lage ziemlich schnell wieder anders werden. Zumindest gehe ich hier davon aus. Fazit: In Deutschland negativer Ausblick, aber die Erwartungen leicht erholt. Und das ist immer positiv, weil das, die Erwartungen sind ja auch das, was die Entwicklung an den Aktienmärkten und auch an den Währungsmärkten spielt. Der Arbeitsmarkt ist in Deutschland noch sehr, sehr solide. Das haben wir ja auch an den letzten Zahlen gebracht. Aber das Thema Kurzarbeit ist halt definitiv in einer Situation, wo wir hier aktuell immer wieder sehen, es wird halt schwierig, weil die Kurzarbeit ist aus einem sehr, sehr hohen Niveau. Und hier stellt sich halt die Frage, was kommt zuerst? Ja? Kommt zuerst das Thema, dass die Kurzarbeit weiter ausgeweitet wird, beziehungsweise die Arbeitslosenzahlen steigen? Oder bekommt sozusagen das produzierende Gewerbe, wo die Kurzarbeit halt viel genommen wird, kommt das dahin, dass wir den Turnaround schaffen und die Kurzarbeit aufgelöst wird und wieder in Vollzeitbeschäftigung geht. Und das Thema hat halt immer auch Einfluss auf das Einkommen der Bürger in Deutschland. Und wenn die plötzlich weniger Geld haben oder etwas pessimistischer werden, dann sparen die mehr, geben weniger aus und dann, ja, das Prozedere hatte ich ja erwähnt, auf was wir dann warten können. Mit Blick auf die EU, wie schon gesagt, da haben wir in der Zusammenfassung eine leichte Verbesserung konjunktureller Erwartungen. In den USA sehen wir zukünftig eine positivere Entwicklung. Das heißt, da sind die Erwartungen sozusagen gestiegen. Japans Ausblick ist weiter verhalten. Und wie schon gesagt, in Großbritannien haben wir aktuell aus den Daten pessimistische Einsichten für die zukünftigen Erwartungen. Wenn der Brexit durch ist und mit Abkommen kommt, könnte sich das allerdings relativ schnell ändern. Und damit schalten wir rüber in die USA. Wir gehen hier hinein in das Beachbook. Die US-Konjunktur, die wächst wie in den vergangenen Monaten auch Stück für Stück weiter. Stellt sich hier halt die Frage, braucht es unbedingt eine Zinssenkung? Donald Trump will ja die Zinsen am liebsten bei Null haben, um die Wirtschaft hier oder um die Aktienmärkte anzufeuern. Er hat ja mal gesagt, ohne die Zentralbank würde der Dow schon viel, viel, viel höher stehen. Schauen wir mal. Wir gucken jetzt mal in die Fakten rein. Das Beachbook. Gucken wir uns hier die Zusammenfassung der aktuellen Daten an. Wieder, wir fangen an mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten hier an dieser Stelle. Das heißt, in den USA sehen wir, im Beachbook ein leichtes Wirtschaftswachstum gegenüber des Vormonats. Das ist das, was wir angekündigt hatten. Das ist auch etwas, was wir in den Vormonaten immer wieder gesehen haben. Die Verteilung dieses Wirtschaftswachstums im Land ist allerdings unterschiedlich. Das heißt, wir haben hier nicht flächendeckend, Knoten im Mund, wir haben hier nicht flächendeckend die gleiche Lage, sondern wir sehen hier, dass die Südweststaaten deutlich optimistischer sind. Das heißt, dort sieht das Wachstum etwas besser aus. Der kurzfristige Ausblick zeigt uns weiterhin eine optimistische Situation. Wo es Sorge gibt, und das haben wir in den letzten Monaten auch immer wieder gesehen, sind die Sorge um Zölle und Handelsstreitigkeiten. Das trübt so ein bisschen das Bild, aber es ist halt einfach die Hoffnung da, dass sich das Thema wirklich irgendwo löst. Mit Blick auf die Konsumausgaben sehen wir, dass das Gesamtbild weiterhin auch sehr solide ist. Wenn wir mal das Ganze etwas aufdröseln, dann sehen wir, dass der Einzelhandel, Autos ausgeklammert,
leicht gewachsen ist. Ja? Also Wachstum ist ja immer gut. Die Kfz-Verkäufe hingegen, die sind sehr robust. Bei den Kfz-Verkäufen, das sind halt sozusagen klassische PKWs, die man hat, bis hin zu leichten Pickups, also keine LKWs oder ähnliches. Der Tourismus bzw. die Reisebranche hat ein solides, leichtes Wachstum. Der Wohnimmobiliensektor bietet weiterhin auch stabile Bedingungen, aber das Wachstum ist leicht gebremst, ja? Aber wir haben hier weiterhin eine moderate Geschwindigkeit. Also es geht so ein bisschen langsamer aufwärts, aber es geht weiterhin aufwärts und nicht rückwärts. Schauen wir weiter hier auf das Thema der Produktivität. Das heißt, die Produktivitäten wachsen auch, aber etwas gebremster. Das heißt, Faktoren, die hier zu einer Bremsung der Lage geführt haben, sind die Faktoren der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den USA und ein langsameres Wachstum der Weltwirtschaft. Thema Frachtverkehr. Ich hatte das in einem meiner Webinare auch mal gesagt, wenn man sich beispielsweise mal den Frachtsektor auch anschaut, wir haben dieses Jahr in den USA von einem der größten Frachtunternehmen, FedEx, eine Gewinnwarnung gehört. Warum machen die sowas? Die produzieren, bzw. transportieren weniger. Obacht, in den USA, das ist ein Markt, da wird extrem viel über die Straße und über die Schiene produziert, bzw. verschickt. Und wenn da weniger auf die Reise geht, ist das immer ein Achtungsmerkmal. Deswegen gibt es ja auch die Koppelung zwischen dem Dow Jones und dem Transportation Index. Wenn die gleich laufen, ist alles gut. Aber wenn der Transportation Index nach unten läuft, ist das immer ein Zeichen dafür, dass es durchaus ja, ein bisschen holprig werden könnte. Der Bankensektor, da haben wir einen mäßigen Anstieg im Kreditvolumen. Wir wissen ja, der Bankensektor in den USA mag auch nicht gerne Risiken eingehen. Und wenn wir hier sehen, dass wir einen leichten Anstieg im Kreditvolumen haben, ist das doch ein positives Zeichen, weil hier wird wieder dann mehr Geld rausgegeben, mit dem die Firmen arbeiten können und sich weiterentwickeln können. Ein Blick auf den Dienstleistungssektor in den USA, der zeigt uns hier ein solides Wachstum. Und das ist halt etwas im produktiven Sektor. Da haben wir hier anhaltende Handelsstreitigkeiten, die das Ganze etwas, sag ich mal, negativ belasten. Der Dienstleistungssektor ist aber relativ solide. Das hängt halt damit zusammen, dass hier nicht ein Gut produziert wird, sondern dass man Zuleistungen macht, auch im privaten Bereich. Und das Ganze steht auf einem anderen Gerüst. Der Agrarsektor ist allerdings weiterhin unter starkem Druck. Hier verschlechtert sich die Lage weiterhin durch schlechtes Wetter, durch einen schwachen Rohölmarkt und durch Handelsstörungen. Handelsstörungen in Anführungsstrichen, das hängt halt auch mit den Zollstreitigkeiten zusammen. Hier auf diese Art und Weise. Weiteres Wachstum wird für die nächsten 6 bis 12 Monate allerdings erwartet. Aber, und das ist wichtig, der Ausblick hier ist leicht gesunken. Also wir haben auch hier weiterhin bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten ein gemischtes Bild. Aber das Positive ist, die Wirtschaft, die wächst weiter. Gucken wir mal auf den Arbeitsmarkt und die Entwicklung der Löhne. Am Arbeitsmarkt ist es so, wir haben einen Anstieg der Beschäftigung aufgrund des Arbeitskräftemangels. Starke Nachfrage gab es aus dem Bereich, wen wundert es? Dienstleistungssektor, da brummt ja das Geschäft, und Informationstechnologie. Eine schwächere Nachfrage gab es bei der Produktion und im Frachtgewerbe. Achtung, da müssen wir wirklich ganz genau hinschauen. Noch hat das Ganze keinen Impact auf die starken Sektoren, aber sobald sich da was ändert, dass der Impact größer wird, hat das dann, das Zahnrad dreht sich weiter, irgendwann auch etwas mit den Konsumenten zu tun. Und wenn die dann plötzlich anfangen zu sparen und dort die Arbeitslosenzahlen etwas ansteigen, dann kann das Ganze sich ganz, ganz anders auf die Wirtschaft auswirken. Und dann ist es relativ schnell, dass wir einen Abwärtsschwung bekommen. Und das ist dann das, wenn die Aktienmärkte nach unten rumdrehen und hier der Markt etwas die Unterseite sucht. Personalreduzierung gibt es im produzierenden Gewerbe aufgrund von schwachen Bestellungen. Aber, und das ist jetzt wirklich interessant zu sehen, die Entlassungen sind nicht flächendeckend, sondern nur teilweise. In anderen Teilen gibt es Kurzarbeit. Und warum wird sowas gemacht? Die Unternehmen
sind ja froh, wenn sie Fachkräfte haben. Und diese Fachkräfte sind halt sehr, sehr gering. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, gerade bei den hochqualifizierten Angestellten. Und die schmeißt man jetzt nicht einfach auf die Straße, sondern da macht man lieber Kurzarbeit, hält die Leute in der Firma. Und wenn es wieder besser läuft, dann kann man die Arbeitsstunden einfach wieder erhöhen und muss sich kein neues Personal suchen, weil wir wissen es ja, neues Personal muss erst eingearbeitet werden. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das braucht Fachpersonal, was wieder zur Einarbeitung da sein muss. Also es ist einfacher, die Leute hier auf Kurzarbeit zu schicken. Blick auf die Lohnsteigerung. Die Lohnsteigerungen sind weiterhin moderat. Ein höherer Gehaltsdruck ist aktuell zu sehen bei den hochqualifizierten Fachkräften. Na klar, da herrscht momentan wirklich ein Mangel und wir wissen es ja, wenn wir eine höhere Nachfrage haben, das Angebot haben, dann steigen die Preise. Das ist ja genau das Gleiche, was wir hier an dieser Stelle wieder sehen. Also hier Druck haben wir da. Weitere Aktivitäten gibt es im Bereich der Vergütung bei den Zusatzvergütungen. Ja? Das heißt, neben dem Gehalt bekommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin noch was Zusätzliches. Und zwar, das sind die sogenannten nicht entgeltlichen Vergünstigungen, wo weitere Vorteile da sind und den Arbeitgeber natürlich etwas schmackhaft machen. Und jetzt schauen wir noch auf das Thema Inflation. Das heißt, die Entwicklung der Preise. Ne? Wenn die Preise steigen bei den Produzenten, dann ist immer so die Frage, können die weitergeben an die Endverbraucher? Und das ist dann eine Preissteigerung, die auch auf die Inflationssituation auswirkt. Das heißt hier, wir haben aktuell Preisanstiege auf einem relativ bescheidenen Niveau. Aber wir sehen, die Produktionskosten haben sich weiter leicht verteuert. Ja? Ursachen hier werden im Zoll bzw. in Steuern gesehen. Und wir haben die Situation, dass trotz, dass die Preisanstiege ein bescheidenes Niveau haben, die Produzenten dazu in der Lage sind, die Preise in Teilen auch erfolgreich an die Kunden weiterzugeben. Das ist vorteilhaft. Die Kunden haben also auch das Geld, durch die Lohnsteigerungen diese etwas höheren Preise zu bezahlen. Und das gibt dem Ganzen noch keinen Abbruch. Und das ist aus Sicht dieser Facette doch ein relativ gutes Zeichen, dass die Endverbraucher, also derjenige, der den Schlusspreis bezahlt, auch dazu bereit ist und auch in der Lage ist. Ja? Es ist ja die Frage, man kann ja in der Lage sein, mehr zu bezahlen, aber nicht dafür bereit sein, weil man einfach ein negatives Zukunftsszenario hat und sagt, ich muss jetzt erstmal sparen, ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Das ist ein Unterschied, ja. Und so sieht es momentan aus. Die Kunden haben das Geld und sie sind auch bereit dazu, diese höheren Preise zu bezahlen. Und das ist ja doch ein positiver Fakt. Mit Thema auf die Transportkosten, die bleiben niedrig. Und das, ja, das ist ein Thema, da sollte man mal drauf achten. Warum? Wir haben nämlich im Sektor der Transporte steigende Treibstoffkosten. Und jetzt muss man sich mal fragen, die Treibstoffkosten steigen an, aber die Transportkosten bleiben trotzdem niedrig. Das heißt, die transportierenden Unternehmen sind aktuell nicht in der Lage, die steigenden Kosten weiterzugeben. Das ist schlecht für die Unternehmen. Das heißt, wir haben hier Überkapazitäten. Das macht ein gesundes Unternehmen, gibt die Preise weiter, wenn es kann. Aber wenn sie es nicht können, dürfen sie es nicht weitergeben. Und ein Grund dafür ist, wir haben am Markt momentan im Bereich Transport Überkapazitäten. Und das sind wichtige Fakten, wenn man sich mal zum Beispiel den Transportation Index anschaut oder den Baltic Dry Index oder den Freight Rail Freight Index. Das sind einfach Fakten. Da sehen wir Rückläufe. Wartet mal, ich versuche mal ganz kurz hier. Kleinen Augenblick, ich ziehe das mal kurz aus dem Bild raus. Ich gehe mal ganz kurz zum Beispiel in den Dow Jones Transportation Index. Ich zeige euch den mal ganz kurz. So, das ist das Kürzel Trans. So, TRAN, da haben wir den Transportation Index hier auf dieser Seite. Ich gehe mal kurz hier drauf. Den kann man beispielsweise relativ gut einsehen auf der Seite von TradingView an dieser Stelle. Das heißt hier, wenn wir uns diesen mal anschauen, so, da sehen wir halt, dass der Transportation Index hier an dieser Stelle im längerfristigen Bereich schon halt abfällt. Ne? Wir haben hier fallende Hochs und wir haben hier fallende Tiefs. Und das ist natürlich etwas, das
Das merken wir halt auch im Transportsektor, ne? Dass dort die Dinge rückläufig sind. Wobei der Transportation Index halt widerspiegelt, wie die Kursentwicklung der dort drin beinhalteten Unternehmen ist. Aber wenn es denen schlechter geht, sinken halt auch die Aktienkurse. Und das zieht dann das Bild nach unten. Und das ist halt etwas, das wir halt auch im Dow Jones Index gesehen haben. Der ist ja auch ein Stückchen unter Druck gekommen hier an dieser Stelle. Wir sehen jetzt hier auch wieder den Anstieg. Und wenn wir jetzt mal hier sehen, es gibt ja schon positive Tendenzen, aber hier ist die Kuh halt auch definitiv noch nicht vom Eis. So, schauen wir noch mal kurz auf einen zweiten Index, und zwar den Baltic Dry Index. So, da ist er, Baltic Dry Index Chart. Den sieht man relativ gut bei Bloomberg. Schaue ich mal kurz auf die Bloomberg-Website. So. Hier haben wir ihn. Ich ziehe es eben rüber. Na, so. Zack. So, und da schauen wir uns jetzt mal hier. Das wird jetzt hier View Chart im großen Bild. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Da ist er. Wenn wir uns den mal auf Jahresbasis anschauen, dann sehen wir Folgendes. Also, ich erkläre mal ganz kurz den Baltic Dry Index. Es gibt halt einfach trockene Waren, die über den Seeweg verschifft werden. Ne? Also deswegen über die baltischen Seerouten. Und hier ist es so, wenn wir hier weniger transportiert bekommen, dann muss man sich einfach mal die Frage stellen, wieso wird denn weniger transportiert? Ne? Ich schicke ja als Unternehmen nicht weniger Waren los, weil ich einfach mal gerade Lust dazu habe, weniger Waren zu verschiffen und weniger zu verkaufen. Nein, das ist in der Regel Nachfrage getrieben. Und wenn wir hier sehen, dass die Nachfrage so stark nachlässt, dass wir hier einen deutlichen Rückgang sehen in diesem Index, dann muss man halt darüber nachdenken, was kommt denn ja in Frage, warum wird denn weniger bestellt? Und das sind halt Dinge, die wir in der Wirtschaft auch sehen. Das heißt an dieser Stelle, wenn die Wirtschaft weniger bestellt, wird über diesen Weg weniger verschifft sozusagen. Und das sind halt die Sachen, die man im großen Bild, im globalen Bild auch sehen will. Wenn dort einfach die Frachter weniger ausgelastet sind, wird weniger konsumiert, weniger bestellt, es fließt weniger Geld, die Unternehmen verkaufen weniger. Das hat dann irgendwann an einen Weg auf die Verbraucherseite. Es gibt höhere Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Das sind so kleine Stellschrauben, wo man dieses wirtschaftliche Bild auch gut und gerne ansehen kann. Ne? Und das ist halt ein Fakt, den sehen wir hier. Der Baltic Dry Index ist momentan auch rückläufig. So, und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in die USA. Und zwar auf den Shred Rail Freight. Es wird ja viel in den USA unter anderem auch über die Schiene transportiert. Ich bin mal kurz ruhig, damit ich tippen kann. So, da haben wir es. Da ist er. So, auch den ziehe ich mal rüber hier. Also, wie schon gesagt, das Ganze wird sozusagen veröffentlicht hier, und das ist der Rail Freight Carloads. Das heißt, hier auf dieser Sache sehen wir halt auch, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, hier mittlerweile nach einem Seitwärtslauf wieder einen deutlichen Schub auch zur Unterseite hin. Und das heißt halt, es wird über diesen Weg weniger verschifft, also verschickt sozusagen. Und das hängt halt teilweise auch mit den Bestellungen zusammen. Also es gibt hier, wir sehen es momentan, verschiedene Komponenten, die hier an dieser Stelle dazu genommen werden können, ein Bild zu bekommen. Und wenn wir hier gerade bei den Frachtraten wirklich rückläufige Ergebnisse sehen und wir sehen auch, dass große Transportunternehmen in den USA Gewinnwarnungen aussprechen, das ist halt ein Zeichen, dass dort momentan die Lage schlechter ist. Und deswegen sehen wir hier an dieser Stelle auch die Gefahr, dass es weiter nach unten gehen kann. Das heißt, ziehen wir mal ein Fazit hier über die USA. Ein Blick in die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist relativ stabil. Ja? Das produzierende Gewerbe zeigt uns allerdings ein leicht eingeschränktes Wachstum, aber das kann sich ziemlich schnell ändern, sobald es eine nachhaltige Lösung im China-Konflikt gibt. Das könnte nämlich Zölle reduzieren, die Exportlage verbessern und schwupps, schon schaut das alles wieder anders an. Der Arbeitsmarkt ist noch relativ stabil. Kleiner Haken, die Kurzarbeit im produzierenden Gewerbe, die darf sich halt nicht ausweiten, beziehungsweise Einfluss auf die Arbeitslosenquote haben die Konsumenten. Die sind weiterhin solide aktiv. Sie nehmen Preissteigerungen aktuell hier hin. Die anhaltende Kurzarbeit könnte das allerdings ändern. Also das Thema muss man immer ein bisschen auf der Uhr haben.
Und auch hier spielt die Zentralbank wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle mit den Dingen, die sie tut, die Wirtschaft zu stützen. Und damit sind wir durch mit der Besprechung der wichtigsten Fakten aus den Konjunkturberichten, die wir diese Woche bekommen haben aus Deutschland und den USA.